jetzt kommt. Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zum heutigen Abend. Wir haben ein interessantes Thema, Gedächtnis. Alle haben wir Erfahrung mit dem Gedächtnis. Manche haben ein phänomenales Gedächtnis, manche haben ein weniger gutes Gedächtnis und manche können sich gar nichts mehr merken. Es gibt ein Gedächtnis für die Sprache, es gibt ein Gedächtnis für Bilder, es gibt ein Gedächtnis für Situationen, für Ereignisse. Und das Gedächtnis ändert sich im Laufe des Lebens. Auch das erfahren wir alle schmerzlich, sind immer wieder begeistert und beeindruckt, wie Kinder etwas im Vorbeigehen praktisch aufnehmen und am nächsten Tag noch wissen und damit arbeiten. Und wir Älteren schon immer mehr zur Gruppe der Verleger gehören, die schon nicht mehr wissen, wo sie den Autoschlüssel am Abend hingelegt haben. Das ist halt unser Schicksal, aber das Gedächtnis spielt eine große Rolle und vermutlich gibt es sowas wie eine Architektur des Gedächtnisses, vielleicht einen gewissen Plan, nach dem dann individuell dieses Gedächtnis bei den Einzelnen aufgebaut, geprägt, geformt und gebildet wird. Im Leibniz-Institut in Magdeburg gibt es eine Abteilung, die heißt die Architektur des Gedächtnisses. Und ich bin sehr froh, dass wir heute die Leiterin dieses Labors, Frau Professor Sauvage, hier begrüßen können. Seien Sie herzlich willkommen. Wir haben uns schon mal mit dem Gedächtnis beschäftigt, 2022, und zwar auch mit den Grundlagen des Gedächtnisses von Professor Engelhardt. Er hat uns in einem sehr anspruchsvollen Vortrag herangeführt, würde ich sagen. Ich hatte so persönlich meine Schwierigkeiten zu folgen und war ganz beeindruckt, wie die Studenten begeistert waren und sagten, alles ist klar. Das machte mir dann deutlich die Qualität ihres Unterrichts, mit denen sie die Studenten an die neuen Methodik, neue Technik und Erkenntnismöglichkeiten heranführen. Professor Engelhardt hat Medizin studiert in Marburg von 1993 bis 1999 und wandte sich dann seinem Gebiet zu im weitesten Sinne, das ihn bis heute beschäftigt, das ist die Neurologie. Er war 10 Jahre Assistent in der Neurologischen Universitätsklinik in Heidelberg. In diesen 10 Jahren sind 3 Jahre Forschungsaufenthalt in Amerika enthalten und auch die Promotion. Nach 2010 ging Professor Engelhardt nochmal in einen Forschungsaufenthalt nach Frankreich, nach Bordeaux. Damit können Sie wahrscheinlich gut miteinander sprechen, zumindest über Ihre Forschungsergebnisse. Und 2012 wurde Herr Engelhardt dann Leiter einer Arbeitsgruppe im Deutschen Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen in Heidelberg von 2012 bis 2017. In dieser Zeit hat er sich habilitiert und er hat auch die Fachkunde, Physiologe oder wie man das genau bezeichnet, erworben. Das war dann die Voraussetzung, dass er 2017 einen Ruf auf den hiesigen Lehrstuhl für Pathophysiologie bekommen hat. Ich hatte schon mal das Glück, mit Ihnen über ein pathophysiologisches Problem zu sprechen. Das war sehr interessant, dass auf der einen Seite doch die basalen Dinge der Pathophysiologie, die wir alle gelernt haben, noch gelten, aber es gibt neue Erkenntnisse. Das Schwerpunkt, das hatte ich Ihnen schon gesagt, von Forschungsschwerpunkt von Professor Engelhardt, ist die neuronale Kommunikation. Wie kommunizieren die Zellen im Gehirn? Und ich bin sehr gespannt, wie Sie heute nun den Spagat zwischen Ihrer Forschung und der Forschung von Frau Sauvage finden. Zudem möchte ich Sie jetzt eben bitten, die Moderation zu übernehmen und uns in die Thematik einzuführen. Herr Junge, ja, ganz herzlichen Dank für die Einführung, wobei natürlich heute das Zentrum der Aufmerksamkeit Frau Sauvage sein sollte.
ein paar Worte zu Frau Sauvage. Sie haben gesagt, ich bin am Gedächtnis interessiert. Das ist völlig richtig. Die molekularen Grundlagen sind eher des Gedächtnisses. Aber Sie können sich gut vorstellen, wie ich mich gefreut habe, als ich gehört habe, dass ich heute Frau Sauvage anmoderieren darf. Und ich freue mich sehr, Sie heute hier begrüßen zu dürfen. Ein paar Worte auch zu dem CV, zum Lebenslauf von Frau Sauvage. Frau Sauvage ist aus Frankreich, wie der Name vermuten lässt, aus Lille, wo sie auch ihren Bachelor und Master in Biochemie studiert hat. Den Master hat sie, glaube ich, in Bordeaux beendet. Da hätten wir uns treffen können, wobei ich etwas später, glaube ich, da war. Und Frau Sauvage ist dann nach Deutschland gekommen, ans Max-Planck-Institut für Psychiatrie, wo sie schon am Gedächtnis geforscht hat. Stress, Einfluss von Stress aufs Gedächtnis. Sie ist nach ihrem PhD in München nach Boston gegangen, ans MIT zu Graybeal und hat dort ebenfalls am Gedächtnis gearbeitet, war da für den ersten Postdoc für, ich glaube, 4 Jahre von 2002 bis 2006 in etwa und ist dann ins Labor von Eichenbaum Boston University gegangen, wo sie eine Postdoc-Stelle, eine Senior Scientist-Stelle hatte und auch eine Professorenstelle später. 2010 ist sie dann wieder nach Deutschland gewechselt und zwar nach Bochum mit einer Mercator-Professur und hat dort bis 2016 gearbeitet. Von dort ist sie dann nach Magdeburg gewechselt, wo sie bis heute ist, am LIN, am Leibniz-Institut für Neurobiologie, wo sie die Abteilung für funktionelle Architektur des Gedächtnisses leitet. Sie ist am LIN auch noch, also nicht nur W3-Professorin, assoziiert an die Universität, an die Medizinische Universität und ist am LIN aber auch Co-Direktorin. Beschäftigt sich, wie der Name sagt, mit dem Gedächtnis. Nun, weder Herr Jünginger noch ich hätten die CVs heute, die Lebensläufe memorieren können, ohne den Hippocampus. Ein HM oder auch Henry Molaison, über den wir gleich noch ein bisschen was hören können, dem beide Hippocampi aufgrund von epileptischen Anfällen oder als Therapie epileptische Anfälle rausoperiert wurden. HM hätte diese Lebensläufe nicht erinnern können. Also das deklarative Gedächtnis braucht den Hippocampus. Das nicht deklarative, prozedurale oder implizite Gedächtnis allerdings braucht den Hippocampus weniger. Das heißt, HM konnte Fertigkeiten noch erlernen, ohne Hippocampus. Ich glaube, Golf spielen hat er noch gelernt. Ja. Er hat zwar nicht mehr gewusst, wann er Golf spielen gelernt hat, aber er konnte es. Für das deklarative Gedächtnis brauchen wir aber den Hippocampus. Nun ist der Hippocampus groß und bei HM waren leider nicht nur der Hippocampus, beide Hippocampi entfernt, sondern auch angrenzende Hirnregion, diese Operation war nicht extrem präzise. Ich glaube, die Kerne beidseits waren auch entfernt und anliegende perirenal, entorhinale Cortices waren auch entfernt. Das heißt, wir erfahren durch so einen Patienten einiges über die Struktur, die notwendig ist für ein deklaratives Gedächtnis, aber diese Informationen sind nicht besonders präzise. Genauere Informationen hat man mit Affenversuchen durchführen können. Da konnte man präziser bestimmte Stellen zerstören, entfernen und dann Verhaltenstests durchführen. Nun kann man sich vorstellen, dass solche Versuche natürlich langwierig sind, schwierig sind und letztlich auch nicht ganz präzise sind, sodass diese Affenversuche zwar durchgeführt werden, aber weitere Modelle notwendig sind, um tiefere Erkenntnisse über die Struktur, funktionelle Struktur des Gedächtnisses zu bekommen. Dazu gehört noch, das deklarative Gedächtnis kann man weiter unterteilen. Ja, es gibt da im deklarativen Gedächtnis gibt's ein episodisches Gedächtnis, ein semantisches Gedächtnis, also episodisch, was habe ich wie wann gemacht. Ja, ein semantisches Gedächtnis, wie zum Beispiel das Erlernen des Lebenslaufes von Frau Sauvage. Und nicht die gleichen Strukturen im Hippocampus sind
notwendigerweise zuständig für diese unterschiedlichen Bereiche des Gedächtnisses, für ein temporales Gedächtnis, für ein räumliches Gedächtnis. Dazu kommt, dass das Wiedererinnern von Gedächtnisinhalten abhängig davon ist, wann wir so die Gedächtnisinhalte memoriert haben. Sie mögen sich vielleicht erinnern an meinen Vortrag, sofern Sie da waren, von vor einem Jahr. Nicht unbedingt aber an die Vorträge, die Sie vor 50 Jahren gehört haben. Das heißt, eine Frage, die der Frau Sauvage auch nachgeht, ist, welche Strukturen sind vielleicht zuständig für kurz oder sehr lang zurückliegende memorierte oder Gedächtnisinhalte? Welche Strukturen brauchen wir für das Einprägen, für das Konsolidieren, für das Wiedererinnern? Hippocampus ja, aber im Hippocampus gibt es auch unterschiedliche Substrukturen. Wer sich an die Anatomie erinnert, da gibt es einen Gyrus dentatus, da gibt es eine CA1-Region, eine CA3-Region, CA2-Region sogar auch noch, ein Subiculum und dann gibt es einen entorhinalen Kortex. Von dort kommen die Informationen zum Hippocampus, da laufen sie aus wieder raus. Und die entsprechenden Substrukturen, die dafür notwendig sind, für diese unterschiedlichen Bereiche des deklarativen Gedächtnisses, sind Fragestellungen, der Frau Sauvage nachgeht. Dazu kann man noch die Frage stellen, nicht nur in der CA3-Region sind vielleicht die gleichen Zellen sowohl für semantisches als auch für episodisches Gedächtnis notwendig oder sind es nicht überlappende Zellpopulationen? Auch das wäre eine Fragestellung, die man an Affen oder Menschen nicht analysieren könnte. Das heißt, wir brauchen ein anderes Modell und Frau Sauvage verwendet dafür Nager. Ratten wahrscheinlich vor allem, Mäuse weiß ich, erinnere ich jetzt, vor allem Ratten. Und um diese funktionelle Architektur des Gedächtnisses analysieren zu können, hat sie eine ganze Reihe, eine Batterie an Untersuchungsmethoden entwickelt, weiterentwickelt, übernommen, mit der man sehr, sehr differenziert Gedächtnisleistung testen kann und auch die Zellstrukturen, die dann aktiv werden, bei Gedächtnisleistungen dann visualisieren kann. Ich werde da gar nicht jetzt groß ins Detail gehen, weil da sehen wir gleich sehr viel mehr. Ein wesentlicher Aspekt in der Forschung ist, die an Nagetieren durchgeführt wird, ist aber auch, dass diese Informationen dann transferierbar sind auf den Menschen. Letztlich wollen wir natürlich wissen, wie funktioniert das Gedächtnis bei Menschen. Und nun mag das nicht in den ganzen einzelnen Substrukturen immer alles ganz genauso sein, aber um diese Informationen, um die Erkenntnisse transferieren zu können, ist es notwendig, ähnliche, vergleichbare Tests durchzuführen. Das heißt zum Beispiel funktionelle MRTs durchzuführen, die auch bei Menschen ähnlich durchgeführt werden können. Verhaltenstests durchzuführen, die ganz ähnlich auch bei Menschen durchgeführt werden können. Und das ist sicherlich eine ganz besondere Leistung von der Forschung von Frau Sauvage. Die Erkenntnisse sind sehr häufig gut translatierbar auf den Menschen. Und da gibt es natürlich dann entsprechend auch Kooperationen von Frau Sauvage mit Leuten, die sich ähnliche Fragestellungen dann bei Menschen anschauen. Sehr viel mehr möchte ich gar nicht sagen. Ich hoffe auch, dass ich alles erinnert habe, was ich heute Morgen mir versucht habe einzuprägen, noch nicht lange zurückliegend. Viel wesentlicher ist aber, dass wir jetzt Detaillierteres über dieses Thema von Frau Sauvage, von Frau Professor Sauvage erfahren. Und demnach möchte ich Ihnen gerne das Mikrofon übergeben. So, ja. Vielen Dank. Können Sie mich gut hören? Okay? So, ich freue mich, hier zu sein und mein zu sein. Schöne Stadt bis jetzt. So, ich bedanke mich herzlich für die Einladung. So, meine Abteilung beschäftigt sich mit der Aufklärung der Mechanismen, welche dem Gedächtnis zum Grunde liegen und insbesondere mit der Charakterisierung der Hirnnetzwerke, die an der Erinnerung an Ereignisse der Vergangenheit beteiligt sind. Erinnerungen sind ein wichtiger Teil unserer Identität, aber sind auch wichtig für zukünftige Entscheidungen. Zum Beispiel, ob ich wieder nach Mainz eingeladen werde, hängt stark davon ab, wie gut dieser Vortrag war.
Ebenso ist es für ein Tier wichtig, sich zu erinnern, wo es Nahrung gefunden hat oder einem Raubtier begegnet ist. So eine Hirnregion, die für die Bildung von Erinnerungen und das Erinnern entscheidend ist, befindet sich im mittleren Teil des Schläfenlappens des Menschen, wie Sie hier in grün sehen können. Diese Hirnstruktur wird Hippocampus oder Seepferdchen genannt, denn wenn man sie zerlegt, sieht sie wie ein Seepferdchen aus. Die Struktur ist nicht besonders groß, ca. 5 cm lang, ungefähr so lang wie mein kleiner Finger, aber hat eine enorme Relevanz für das Gedächtnissystem. Das wissen wir seit dem Fall des berühmtesten Patienten der Gedächtnisforschung, Henri Molaison. Dieser Mann litt seit seiner Kindheit unter starken epileptischen Anfällen. Die Anfälle waren so lebensbeeinträchtigend, dass seine Ärzte sich für damals eine radikale und mutige Maßnahme entschieden haben. In den 50er Jahren, als er 27 Jahre alt war, wurden dem Patienten beidseitig der Hippocampus und die umliegende Kortexstrukturen entfernt. Zum ersten und letzten Mal in der Geschichte der Medizin. Denn der Eingriff war erfolgreich und HM litt seitdem nicht mehr an lebensbedrohlichen Anfällen, könnte aber als starke Nebenwirkungen keine neuen Erinnerungen mehr bilden. Er würde daher seitdem der Mann ohne Erinnerungen oder der Mann mit 30 Sekunden Erinnerungen genannt. Dieser einzigartige Fall in der Medizin wurde in den letzten 50 Jahren zusammen mit einer sehr begrenzten Anzahl ähnlicher Fälle intensiv untersucht. Und der Hippocampus und der umliegende Cortex standen seitdem im Mittelpunkt der Gedächtnisforschung. So, der Medialtemporallappen besteht aus dem Hippocampus, hier in grün, der mehrere Subregionen umfasst. Die Corpus Ammonis CA1, CA3, CA2, Dante Gyrus heißen und den umliegenden Cortex, hier, der Bereiche wie den sogenannten Entorhinalkortex entschließt. So lange Zeit dachte man, dass diese Bereiche gemeinsam auf das gleiche Ziel für das Gedächtnis hinarbeiten. Doch jüngste Studien legen dar, dass jeder dieser Bereiche einen anderen Aspekt des Gedächtnisses beiträgt. So spielt beispielsweise CA1 im Vergleich zu CA3 und dem Entorhinalkortex auch eine Rolle bei Zeitgedächtnis. CA3 spielt eine wichtige Rolle beim räumlichen Gedächtnis und das Entorhinalkortex hier eher bei der Kodierung metrischer Dimensionen von Orten. Es ist aber noch sehr wenig bekannt über die spezifische Rolle dieser Bereich im Gedächtnis und deren Mechanismen, die zur Unterstützung von Erinnerungen in diesen Bereichen beteiligt sind. So, wichtig ist die Anatomie und die Funktionen dieser Regionen sind in verschiedenen Tierarten inklusive der Säugetieren ähnlich, sodass wir Tiermodelle nutzen können, um das menschliche Gedächtnissystem besser zu verstehen und daraus Therapie und Präventionsmaßnahmen zu entwickeln. So zum Beispiel hier, you will see prefrontal cortex, Hippocampus. Hier also prefrontal cortex und Hippocampus. Die sind nicht genau gleich, aber die sind ähnlich und funktional, die sind wirklich vergleichbar. So, in meiner Abteilung versuchen wir, die Rolle der verschiedenen MTL-Arealen bei der Gedächtnisfunktion zu unterscheiden. Und zwar in Bezug auf, wie sie räumlichen und nicht, wie sie räumliche im Vergleich zu nicht räumlichen Informationen verarbeiten, zum Beispiel Objekte, Geruch, Zeit, in Bezug auf ihren Beitrag zum Erinnern von
Gedächtnis insulten mit zunehmendem Alter, ob ihr Beitrag unterschiedlich ist, wenn die Erinnerung jung oder alt ist. In Bezug auf die Rolle, die Sie beim Umschreiben von Erinnerungen spielen und ob Sie eine andere Rolle spielen, wenn die Erinnerung präzise ist, als wenn wir ein Gefühl der Vertrautheit empfinden. Dies ist eine Forschungsfrage, die ich aus dem Labor von Dr. Howard Eichenbaum an der Universität Boston übernommen habe, wo ich in meinem ersten Leben als Research Assistant Professor tätig war. Keine Sorge, aber ich habe nicht vor, alle diese Themen heute mit Ihnen zu besprechen. Ich habe mich entschieden, mit Ihnen über unsere neuesten Erkenntnisse zu sprechen, die auf Netzwerkebene beschreiben, wie die Rolle der MTL-Bereiche beim Abrufen von Erinnerungen sich unterscheiden, wenn die Erinnerungen jung oder weiter zurückliegend sind. Und ich werde auch ein bisschen tiefer gehen und einen Mechanismus auf Zellebene beschreiben, der entscheidend ist, um Erinnerungen abzurufen. Also, wie geht unser Gehirn um mit sehr alten Erinnerungen, wie dem Inhalt unserer Einschulungstüte oder neueren Erinnerungen wie dem letzten Bier im nahen Biergarten am Wochenende? So, die beiden am weitesten verbreiteten Modelle zur Festigung des Gedächtnisses im Laufe der Zeit sind das System Consolidation und Multiple Trace Theory. Beide haben gemeinsam, dass der Hippocampus eine entscheidende Rolle beim Abruf neuer Erinnerungen spielt, aber unterscheiden sich insofern, dass das Standardmodell geht davon aus, dass der Kortex die Aufgabe übernimmt, wenn die Erinnerungen alt werden. Während im Vergleich die Multiple Trace Theory davon ausgeht, dass der Hippocampus unabhängig von Alter der Erinnerung am Gedächtnisabruf beteiligt ist und beim Abrufen der ältesten Erinnerungen Unterstützung durch den Kortex erhält. Warum ist es wichtig, genau zu wissen, welche Hirnregion zu welchem Zeitpunkt beteiligt ist? Weil dadurch möglicherweise vorhandene Gedächtnisdefizite gezielt behoben werden können. Zum Beispiel beim Alter oder beim Patienten mit Amnesie oder PTSD. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich diese beiden Modelle darin unterscheiden, welche Rolle sie dem Hippocampus für entfernte Erinnerungen zuschreiben. Dies war für uns überraschend, dass diese Modelle beide aus 3 Tesla FMRT-Daten beim Menschen basieren und dennoch zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen führen. Wir haben darüber nachgedacht und die Hypothese aufgestellt, dass der Unterschied zwischen diesen Modellen auf die begrenzte räumliche Auflösung der Technik zurückzuführen sein könnte, der in diesem Studium verwendet wurde, nämlich die 3T-FMRT. In der Tat wurde das Gedächtnis des Menschen bis vor kurzem hauptsächlich mit dieser Technik untersucht. Leider verfügt diese Technik nicht über die räumliche Auflösung, die erforderlich ist, um die Quelle der Aktivität während einer Aufgabe genau zu lokalisieren, wenn die Gehirnbereiche benachbart sind. Zum Beispiel, wenn die Aktivität nur aus einer bestimmten Region des Hippocampus kommt, CA1 oder CA3. Dies ist wichtig, da frühere Studien darauf hindeuten, dass CA1 und CA3 eine unterschiedliche Rolle im Gedächtnis spielen und dass CA3 Gedächtnisprozesse unterstützt, die zeitempfindlicher sind als CA1. Wie zum Beispiel einer der Prozesse, die zum Abrufen von Erinnerungen verwendet werden, die sogenannte Pattern Completion, Mustervervollständigung.
Bei der Patent Completion handelt es sich um einen Prozess, durch den man sich ein Gedächtnis vollständig und detailliert erinnern kann, und zwar auf der Grunde eines Teils dieser Erinnerung. So zum Beispiel, dass die Erinnerung an diesen spezifischen Vortrag und nicht an einen anderen wiederkommt, wenn Sie morgen wieder in diesen Raum treten. Es ist sehr wichtig zu wissen, dass diese Erinnerungsteile mit der Zeit verblassen. Daher war es für uns sinnvoll, dass die Hypothese Hypothese aufzustellen, dass es ein Zeitfenster gibt, in dem diese Erinnerungsteile so weit verblasst sind, dass es nicht mehr möglich ist, diesen Prozess zu abrufen, der Erinnerung zu nutzen. So, wenn Patent Completion, diese Mustervervollständigung, nicht angewendet werden kann, dann ist es zu erwarten, dass CA3 bei Abrufen der am weitesten entfernten Erinnerungen nicht aktiv ist. Wenn CA3 nicht aktiviert ist und dass, selbst wenn andere Hippocampus-Bereiche wie CA1 noch involviert sind, die Schlussfolgerung aus dem Studium mit 3T-fMRT sein könnte, dass der Hippocampus als Ganzes nicht rekrutiert wird. Die Hypothese, die wir testen wollten, ist zwar, dass CA1 und CA3 für das Abrufen der jüngsten Erinnerungen rekrutiert werden und im Laufe der Zeit zunehmendem Alter der Gedächtnisses CA3 nicht mehr rekrutiert wird, aber CA1 bleibt beteiligt und wird durch den Cortex unterstützt. Was dem Beitrag von Cortex, des Cortex zum Abrufen von zurückliegenden Erinnerungen betrifft, so ist der Präfrontalkortex das Hirnareal, das am intensivsten untersucht wird, der übliche Verdächtige sozusagen. Der Hauptgrund dafür ist, dass die Verbindung zwischen dem Hippocampus und dem Präfrontalkortex historisch gesehen eine der Projektionen ist, die als erstes untersucht und beschrieben wurde. In jüngerer Zeit jedoch haben mehr Studien die Rolle des Cortex untersucht, welcher den Hippocampus umgibt und zudem der Perianal, der Postrianal und der laterale und mediale Anterianal Cortex gehören. Insbesondere seit der Entdeckung der Gitterzellen in 2005 im Anterianal Cortex. Gitterzellen sind Zellen, die Dimensionen räumlicher Bereiche kodieren. Die Rolle dieser kortikalen Arealen beim Abruf zeitlich neuerer Erinnerungen ist inzwischen teilweise geklärt. Aber über Ihren Beitrag zu Erinnerung an weiter zurückliegende Ereignisse ist sehr wenig bekannt. Und diese Frage wollten wir nachgehen. So, das ist die Frage. Ebenso, wie bereits erwähnt, ist nur sehr wenig über die spezifische Rolle von CA1 und CA3 bekannt, insbesondere darüber, ob sie in unterschiedlichen Maße zu Gedächtnispräzision beitragen, wenn das Gedächtnis älter wird. Eine Frage, der wir nachgehen wollten. So zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir uns im ersten Teil des Vortrags auf die Untersuchung der folgenden Frage konzentriert haben. Trägt CA3 dazu bei, Erinnerungen abzurufen, wenn sie zeitlich entfernt sind? Welche Rolle spielt der dem Hippocampus umgebende Cortex für den Abruf von Erinnerungen, insbesondere wenn diese weit entfernt sind? Und tragen CA1 und CA3 in ähnlichen Masse zum Abruf der Präzision von Erinnerungen bei. So, wie können wir den Gedächtnisabruf über die Lebensspanne hinweg untersuchen?
Eine Möglichkeit ist der Einsatz von Tiermodellen. Da wir wissen, dass die Funktion des medialen Temporallappens über viele Arten hinweg funktionell ähnlich ist. Dies ermöglicht uns, die Hirnaktivität auf Zellebene darzustellen. Dies benötigen wir, um gezielt zu untersuchen, ob CA1 und oder CA3 für den Abruf von Erinnerungen über die Lebensspanne hinweg aktiv sind. So, dies hat unsere Postdoktorandin Dr. Atucha anhand eines Verhaltungsversuchs untersucht, bei den Erinnerungen bekanntermaßen sehr lange erhalten bleiben, was nicht sehr häufig der Fall ist. Bei dieser Aufgabe wird einer Maus erwartet, hier, dass sie eine Assoziation zwischen einer Arena, einer Box, in der sich befindet, und einem unangenehmen Ereignis, einen leichten elektrischen Fußschock, der über den Boden der Arena abgegeben wird, in Erinnerung behält. Diese Assoziation ist eigentlich vergleichbar mit der Assoziation, die Sie erstellen würden, wenn Sie beim Aussteigen aus Ihrem Auto manchmal einen elektrischen Schlag erhalten. So, das Gedächtnis für diese Assoziation wird dann getestet. Nach einem Tag, Neurogedächtnis, und nach einem Jahr, das ist fast ein ganzes Leben für eine Maus, so mindestens ein halbes Leben. Und So, das Gedächtnis für diese Assoziation wird dann getestet nach einem Tag oder ein Jahr, in dem dasselbe Tier noch einmal in der Arena ausgesetzt wird, dieses Mal ohne Foodshock zu erhalten. Wenn das Gedächtnis gebildet wurde und immer noch vorhanden ist, zeigen die Mäuse ein natürliches Verhalten, das als Erstarren bezeichnet wird und ihnen in der freien Wildbahn eine Chance gibt, Raubtiere wie Raubvögel oder Schlange zu überleben. So kurz gesagt, wenn sie sich daran erinnern, dass in dieser Arena etwas Unangenehmes passiert ist, bewegen sie sich nicht, wie ich Ihnen in diesem Video zeigen kann. So, es scheint, dass das Video nicht funktioniert, aber in Wirklichkeit ist dies die Maus, die erstarrt, weil sie die Assoziation mit dem Foodshock gebildet hat. Die bewegt sich nicht. Ja. Nun müssen wir aus den benachbarten Bereichen, CA1, CA3 und kortikalen Arealen herum, genau bestimmen, welcher Bereich beim Abrufen dieser Erinnerungen beteiligt ist und welcher nicht. Dafür verwenden wir eine molekulare Bildgebungstechnik, die eine räumliche Auflösung auf Zellebene ermöglicht. Die Technik basiert auf dem Nachweis durch In-situ-Hybridisierung der RNA des Immediate Origin ARC. ARC ist mit Plastizität der Synapsen verbunden und bessere Gedächtnisanforderungen widerspiegelt als andere Immediate Origin. So, in diesem Bild sehen Sie eine Vergrößerung der CA1-Zellschicht mit den blau eingefärbten Zellkernen und ein Beispiel für einen Kern hier, der beim Abrufen der Erinnerung aktiviert wurde. Dieser Zellkern trägt rote Fluoreszenzmarkierungen, die das Vorhandensein von ARC-RNA darstellen. Dies zeigt der rote Pfeil. Der blaue Pfeil zeigt Ihnen einen Kerl, der während des Gedächtnisaufrufs nicht rekrutiert wurde. So, mit diesem Ansatz können wir den Anteil der aktivierten Zellen innerhalb des Hirnbereichs während der Abruf, bewerten und diese Anteile zwischen verschiedenen Subregionen vergleichen. Dies haben wir getan, und unsere beiden ersten Fragen zu beantworten,
die lauteten: Ist CA3 immer noch für den Abruf der am weitesten entfernten Erinnerungen aktiv? Und welche Rolle spielt der Cortex um das Hippocampus zu diesem Zeitpunkt? So, mit dieser Methode könnten wir zeigen, dass CA1, dass sowohl CA1 als auch CA3 zu dem Anruf neuerer Erinnerungen aktiv sind, während der Cortex um das Hippocampus herum nur minimal rekrutiert wird. So, im Gegensatz ist CA3 nicht mehr beteiligt, wenn das Gedächtnis älter wird und CA1 wird durch kortikale Bereich unterstützt. Daraus lässt sich schließen, dass CA3 in der Tat nicht für den Abruf der am weitesten entfernten Erinnerungen aktiviert wird, was erklären könnte, warum die Rekrutierung des Hippocampus bei der 3T-FMRT nicht erkannt wird. Nichtsdestotrotz ist der Hippocampus immer noch am Abruf entfernten Erinnerungen beteiligt, dass insbesondere CA1 immer noch rekrutiert wird. Darüber hinaus wird der Cortex, der das Hippocampus umgeht, für das Abrufen entfernten Erinnerungen maximal rekrutiert. Dies eigentlich deutet insgesamt auf einen Wechsel zwischen MTL-Netzwerke hin, wenn das Gedächtnis älter wird. Von der Beteiligung von CA1 und CA3 zu der von CA1 und kortikalen Bereichen für das Abrufen von Erinnerungen. Jetzt wissen wir, welche Bereiche rekrutiert werden und wann. Aber wir wissen immer noch nicht, was sie wirklich tun. Insbesondere, ob sie in unterschiedlicher Weise zum Abruf der Präzision der Erinnerung beitragen, was unsere dritte Frage war. Wie können wir diese Frage beantworten? Eine Möglichkeit zu untersuchen, ob ein Hirnareal für eine bestimmte Aufgabe notwendig ist, besteht darin, seine Funktion zu beeinträchtigen. Und zwar möglichst nur vorübergehend, um die Entwicklung von Ausgleichsmechanismen zu vermeiden. So, heutzutage ist dies mit Hilfe der Optogenetik möglich. Diese Methode besteht darin, in der Zielhirnarealen lichtempfindliche Kanäle, sogenannte Opsins, zu exprimieren, die in der Natur vorkommen und ursprünglich in Algen gefunden wurden. Diese Kanäle öffnen sich bei Lichtstimulation und unterdrücken die Aktivität der Zellen, in denen sie exprimiert werden. Kurz gesagt, solange das Licht eingeschaltet ist, ist das Hirnareal, in dem die Kanäle exprimiert werden, nicht funktionsfähig. Um die Rolle von CA1 und CA3 zu untersuchen, haben wir daher diese Opsin entweder in CA1 oder in CA3 in verschiedenen Mausgruppen exprimiert, das Licht im Test, so wegen Abruf, eingeschaltet und untersucht, ob die Gedächtnispräzision oder der Kern dieses Gedächtnisses beeinträchtigt wurde. Wie untersucht man die Präzision von Erinnerungen? So, um Verhalten biologisch zu beurteilen, ob die abgerufenen Erinnerungen präzise wären oder den Kern der Erinnerung wiedergaben, verwendeten wir den gleichen Versuchaufbau wie zuvor, hier, setzen die Maus jedoch einer neuen neutralen Arena aus, unmittelbar nachdem sie in die Arena gebracht worden war, in der sie zuvor einen Fußschock erhalten hatte. Die Idee dahinter ist, dass die Maus, wenn sie eine präzise Erinnerung in der ersten Arena abgerufen hat, in der Lage ist, zwischen dieser Arena und der zweiten sicheren Arena zu entscheiden. Daher wird erwartet, dass das Erstarrungsverhalten nur in der ersten Arena auftritt,
nicht aber in der sicheren Arena, in der die Maus unbesorgt umherlaufen sollte. Dies ist für uns die Lesart des Abrufs einer präzisen Erinnerung. Ist die in der ersten Arena abgerufene Erinnerung hingegen vage, nicht präzis, Kernerinnerung, wird erwartet, dass die Maus nicht zwischen den beiden Arenen unterscheiden kann und in die beiden Arenen erstarrt. Dies ist für uns die Lesart des Abrufs einer flüchtigen Erinnerung, eine Kernerinnerung. Die Maus erinnert sich daran, dass sie in einer Arena einen Fußschock erhalten hat, kann sich aber nicht erinnern, in welcher Arena. Okay, das ist eine Kernerinnerung. So, mit diesem Verhaltensansatz könnten wir mit Hilfe der Optogenetik und der Immediate Alleging Bildgebung zeigen, dass CA3 hier speziell am Abruf der Präzision des Gedächtnisses beteiligt ist, denn sobald wir das Licht selektiv auf CA3 richteten, verlor das Gedächtnis seine Präzision. Ja? Und nur Kernerinnerung ist abgerufen hier. Dies deutet auch darauf hin, dass CA3 nicht am Abruf des Kern der Erinnerung beteiligt ist, da der Kern der Erinnerung hier abgerufen wird, wenn die Aktivität von CA3 unterdrückt wird. Darüber hinaus zeigen diese Bildgebungsergebnisse auf nicht kausale Weise, dass CA1 zum Abrufen des Kernes der Erinnerung beitragen könnte, da es das einzige Gehirnareal ist, das aktiviert wird, wenn der Kern der Erinnerung abgerufen wird. So, der Beitrag von CA1 zum Abruf von Kernerinnerungen würde auch mit Hilfe eines kausalen Ansatzes bestätigt, indem selektiv die C1-Aktivität während der Abruf zeitlich zurückliegenden Erinnerungen unterdrückt wurde. Hier. Diese zurückliegenden Erinnerungen wurden verhaltensmäßig charakterisiert als Kernerinnerungen. So, jetzt, was wir wissen, ist, dass CA3 ist für die Präzision der Erinnerungen wichtig und CA1 ist ausreichend für die vage Erinnerung, Kernerinnerungen zu abrufen. So, diese Ergebnisse haben uns veranlasst, eine neue Theorie der Gedächtniskonsolidierung zu formulieren. The Subfield System Consolidation Theory. Der zufolge es einen Wechsel zwischen der MTL-Netzwerken für den Anruf beim alternden Erinnerungen gibt. So, CA1 und CA3 tragen dazu bei, Erinnerungen abzurufen, wenn sie noch nicht lange zurückliegen, wenn sie neu sind. Und im Laufe der Zeit, wenn die Erinnerungen älter wird CA3 nicht mehr involviert, während CA1 selbst für den Abruf der entferntesten Erinnerungen aktiv bleibt. So, diese Deaktivierung von CA3 fällt mit dem Verlust der Erinnerungspräzision zusammen, während die anhaltende Aktivierung von CA1 im Laufe der Zeit und die Rekrutierung des Hippocampus umgebenden Kortex mit dem Fortbestehen des Kernes der Erinnerung zusammenfällt. So, diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Art der abgerufenen Erinnerungen nicht dadurch bestimmt wird, wie alt die Erinnerung ist, sondern durch das spezifische Netzwerk, das zum Zeitpunkt des Abrufs rekrutiert wird. Dies wird auch durch den Verlust der Erinnerungspräzision bei der Unterdrückung der Aktivität der CA3-Zellen gestützt, selbst wenn die Erinnerung noch nicht lange zurückliegt. So, jetzt wissen wir, welches Hirnareal beim Abrufen von Erinnerungen rekrutiert wird, wann es rekrutiert wird und welche Art von Prozess es unterstützt. Alle dies auf Netzwerkebenen.
So, was wir noch nicht wissen, ist, welche physiologischen Mechanismen dem Abruf von Erinnerungen zugrunde liegen und welche Art von Interaktionen zwischen Hirnarealen den Abruf von Erinnerungen unterstützen. Diesem Thema widmen wir uns in einer zweiten Forschungslinie. Diese Forschungslinie untersucht ausschließlich jüngere Erinnerungen und zielt darauf ab, besser zu verstehen, wie die MTL-Arealen zur Verarbeitung der in der Erinnerungen enthaltenen räumlichen und nicht räumlichen Informationen beitragen und die beteiligten elektrophysiologischen Mechanismen zu charakterisieren. Okay, so, aber zuerst muss ich Ihnen ein wenig Hintergrundinformationen zu diesem Thema geben. Ein gängiges Modell des episodischen Gedächtnisses geht davon aus, dass nicht räumliche Informationen, zum Beispiel was während ein Ereignisses geschehen ist, von ventralvisuellen Fall des Gehirns verarbeitet und bevorzugt in den perirenalen Kortex und den lateralen anterior Cortex geleitet werden und dass diese Informationen dann als Hinweis auf der Ebene des Hippocampus verwendet werden, um die anderen Dimensionen des Ereignisses abzurufen, zum Beispiel wann und wo das Ereignis stattgefunden hat. Diese Wann- und Wo-Informationen werden von Hirnbereichen des dorsalvisuellen Pfad aufgenommen und bevorzugt in der postrinal Cortex und medial-anterior Cortex geleitet, um systematisch und letztendlich als episodisches Gedächtnis integriert zu werden im Hippocampus. Dies ist ein eingängiges Modell, das in der Gedächtnisforschung häufig verwendet wird, auch wenn robuste experimentelle Beweise für eine solche systematische Integration noch nicht wirklich verfügbar sind. Wenn wir uns jedoch die anatomischen Projektionen zwischen den Endpunkten dieser beiden Pfade, nämlich der LEC, Lateral Anterior Cortex, und den MEC, und den Hippocampus genau ansehen, hier, LEC und MEC, können wir aber sehen, dass sie nicht auf denselben Teil des Hippocampus projizieren. Das LEC projiziert bevorzugt in den distalen CA1 und das MEC in den proximalen Teil von CA1. Dieser Teil wird als distal bezeichnet, weil er vom Gyrus dentatus entfernt ist und dieser Teil als proximal, weil er sich um seine Nähe befindet. Dieses Publikum kann Latein, ich denke. Es ist also etwas schwierig, sich vorzustellen, dass räumliche und nicht räumliche Informationen systematisch auf der Ebene des Hippocampus integriert werden, wenn die Endpunkte der beiden kortikalen Pfade nicht in die gleichen Teile des Hippocampus erreichen, nicht die gleichen Teile des Hippocampus erreichen. So, ein Blick auf die interne Verdrahtung des Hippocampus zeigt außerdem, dass der proximale Teil von CA3 bevorzugt auf den distalen Teil von CA1 projiziert. Der distale Teil von CA3 auf den proximalen Teil von CA1. Und es würden auch bevorzugte Projektionen von Gyrus dentatus auf CA3 gefunden. So, diese Muster anatomischer Projektionen scheinen zumindest auf anatomischer Ebene zwei unterschiedliche Subnetze innerhalb des Hippocampus zu bilden. Über solche Netzwerke war jedoch noch nie berichtet worden. Und ein Grund dafür war die Auffassung, dass eine der wichtigsten Aufgaben des Hippocampus darin besteht, Assoziation zu schaffen.
Daher war die Vorstellung, dass räumliche und nicht räumliche Informationen im Hippocampus unabhängig verarbeitet werden können, zu dieser Zeit recht neu und befremdlich. Es gab also Beweise für die anatomische Verdrahtung dieser Netzwerke, aber keine Daten darüber, ob das eine oder das andere Netzwerk bevorzugt räumliche oder nicht räumliche Informationen verarbeitet. So, wir haben einige Jahre damit verbracht, dies zu untersuchen. Und angesichts der beschriebenen Funktionen der Hirnareale, die Teil des einen oder des anderen Netzwerks sind, war unsere Hypothese, dass der hinnenliegende Teil des Dentate Gyrus, das Proximal CA3, das Distal CA1 und das LEC, bevorzugt nicht räumliche Informationen wie Objekte, Gerüche und Zeit verarbeiten und das nicht räumliche Subnetzwerk bilden. Im Gegensatz dazu gehen wir davon aus, dass der außenliegende Teil des Dentate Gyrus, das Distal CA3, das Proximal CA1 und das MEC bevorzugt räumliche Informationen verarbeiten und das räumliche Netzwerk Hippocampal, das räumliche Hippocampal Subnetzwerk bilden. So, in Anbetracht unserer Hypothese war es unser Ziel, zunächst auf der Ebene des Hippocampus zu zeigen, dass das Proximal CA3 und das Distal CA1, die zum nichträumlichen Netzwerk gehören, stärker rekrutiert wurden für nichträumliche Gedächtnis. Okay. Wir begannen damit, Gerüche als nichträumliche Reize zu verwenden, da der primäre Sinn von Nagetieren der Geruch ist. So, es ist wichtig, dass Sie wissen, dass unsere Abteilung sich bemüht, Versuchbedingungen zu schaffen, die mit denen beim Menschen vergleichbar sind. So, wenn man zum Beispiel in der Humanforschung das Gedächtnis untersuchen will, ist eine Standardaufgabe das Wort Erkennungsgedächtnis. So, bei dieser Art von Aufgabe werden der Versuchpersonen während einer Lernphase Wörter in der Mitte des Bildschirms gezeigt und so ein nach andere. Nach einer Verzögerung werden ihnen nacheinander dieselben Wörter gemischt mit neuen Wörtern gezeigt. Und die Versuchspersonen werden gebeten zu sagen, welche Wörter Teil der Lernliste waren und welche nicht. Das Gedächtnisleistung wird auf der Grundlage dieser Antworten berechnet. Und die beim Abruf des Gedächtnisses beteiligten Gehirnareale können mittels funktionellen MRT untersucht werden. So, jetzt zurück zum Bildschirm. So, bei Nagetieren haben wir eine ähnliche Aufgabe verwendet, so dass wir die Daten auf die gleiche Weise erheben und mit ähnlichen Modellen analysieren können. So, der Nachteil dabei ist, dass die Übertragung dieser Aufgaben von der Ratte auf den Menschen viele Ressourcen und Anstrengungen erfordert. Die Tiere müssen etwa 2 Monate lang trainiert werden, während das Erlernen normaler Gedächtnisaufgaben für Nagetiere in der Regel nur 1 oder 2 Tage dauert. Es war uns diesen Aufwand jeder wert, weil es uns ermöglichte, Subnetzwerke zu identifizieren, die bisher nicht beschrieben worden waren, obwohl sie die Memory Community des Hippocampus stark darauf konzentriert. So, während der Studienphase würden den Tieren in ihren Heimkäfig Gerüche präsentiert, die mit Sand gemischt wurden, und zwar einer nach den anderen, so wie es beim Menschen mit Wörtern gemacht wird. Nach einer Verzögerung würde das Gedächtnis für die Geruchliste getestet, indem die Tiere den bekannten Gerüchen ausgesetzt wurden, die mit neuen Gerüchen
gemischt waren. So, es meint, dass man sagt, bekannt und unbekannte Gerüche nacheinander. Die Tiere wurden darauf trainiert, das Graben zu unterdrücken, um zu sagen, dass der Geruch bekannt war, und im Sand zu graben, um zu melden, dass der Geruch neu war. Auf der Grundlage dieser Antworten konnten die Gedächtnisleistung in Prozent korrekt berechnet und die Aktivität in den verschiedenen Bereichen mit unserer üblichen ARC-Bildgebung-Technik bewertet werden. Leider kann ich Ihnen die Daten nicht im Detail zeigen, aber ich möchte Sie bitten, mir zu glauben oder das Manuskript zu lesen. Das nicht räumliche Netzwerk des Hippocampus. Oh, sorry. I cannot go back. Yes, I can. Okay. Das war das nicht räumliche Netzwerk des Hippocampus wurde bei Geruchserkennungsgedächtnis tatsächlich stärker rekrutiert als das räumliche Netzwerk. Und etwas. So, wir mussten jedoch einige Jahre lang räumliche Aufgaben mit hohen Gedächtnisanforderungen entwickeln, da zu dieser Zeit noch keine zur Verfügung standen. Dann berichteten wir über die entsprechenden Befunde zum räumlichen Gedächtnis, wonach dieses Mal das räumliche Netzwerk des Hippocampus für den Anruf des räumlichen Gedächtnis stärker rekrutiert wurde als das nicht räumliche Netzwerk. Wir weckten auch das Interesse eines Kollegen, Dr. Emra Düssel von der CNE in Magdeburg, an unserem neuen Konzept und berichteten einen gemeinsamen Projekt über den Nachweis einer ähnlichen funktionellen Trennung auf der Ebene von CA1 beim Menschen unter Verwendung eines 7T-fMRI-Ansatzes, so in Menschen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir funktionelle Beweise für diese Netzwerke gefunden haben und weiter untersucht haben, welcher physiologische Mechanismus dem Abruf von Erinnerungen in diesen Netzwerken zugrunde liegen könnte. So, dies würde von einem Postdoc in meiner Abteilung und dank der Unterstützung von meinem Kollegen Joseph Schiavari von IST in Österreich durchgeführt. Ähnlich wie bei Patienten mit Epilepsie implantierten wir einzelne Elektroden. So, diese Elektroden deckten die ganze proximodistale Achse des Hippocampus ab, um die elektrophysiologische Aktivität einzelner Zellen und die oszillatorischen Aktivitäten während der Abrufsphase der Geruchgedächtnisaufgabe, die ich zuvor beschrieben habe, aufzuzeichnen. So, zunächst wollten wir herausfinden, welche elektrophysiologischen Signale bei unserer Aufgabe eine wichtige Rolle spielen könnten. So, dafür haben wir die Amplituden aller Hirnoszillationen während unserer Aufgabe beobachtet. Und die Theta-Oszillationen, die sind zwischen 8 und 12 Hertz, die bei Menschen und Tieren eine wichtige Rolle bei kognitiven Funktionen spielen, zeigten die größte Unterschied, different, in den Amplituden zwischen der Studiumphase und Abrufsphase. Darüber hinaus waren die Amplituden der Theta-Zyklen in distal CA1 während des nicht räumlichen Gedächtnisabrufs. Darüber hinaus waren die Amplituden dieser Theta-Zyklus in distal CA1 während des nicht räumlichen Gedächtnisabrufs größer als die Zyklus im proximalen Teil von CA1, der Teil des räumlichen Netzwerks ist. So, hier, ihr könnt sehen, diese Amplitude von diesem Zyklus. So, in distal CA1 in Rot, das ist größer als in proximal CA1 in Grau. So, dies machte
dass Distal-CA1-Theta-Oszillation zu einem guten Kandidaten bezüglich des Beitrags zum Abruf des Gedächtnisses in dieser Aufgabe. Zweitens, da unsere Ergebnisse darauf hinwiesen, dass CA3 und CA1 als Netzwerk arbeiten, suchten wir nach Hinweisen auf eine funktionelle Interaktion zwischen die beiden Bereichen. Es hat sich gezeigt, dass das Zellfeuern einzelner Zellen in einer bestimmten Phase einer Oszillation, Hirnoszillation, das sogenannte Phase-Locking, eine wichtige Rolle bei der Koordinierung der Aktivität zwischen Hirnregionen spielen, die den kognitiven Funktionen zugrunde liegen. Daher untersuchten wir, ob das Zellfeuern hier ins so Einzellfeuer, okay, daher untersuchten wir, ob das Zellfeuern in CA3 hier mit den distalen Theta-CA1-Oszillationen abgestimmt war. Wir fanden heraus, so das ist ein Theta-Zyklus, und man kann sehen, dass hier es gibt eine Abstimmung. Ja? Diese Zellen feuern immer at the peak. Ja? Das ist, was wir nennen Phase-Locking. Und wir fanden heraus, dass dies nur beim Gerüchen der Fall war, für die ein Gedächtnis gebildet werden konnte. So bei bekannten Gerüchen. Nicht aber bei neuen Gerüchen. Hier gibt es gar kein Phase-Locking, ja? Keine Abstimmung. Darüber hinaus würde auch keine solche Abstimmung gefunden, wenn das Zellfeuern einzelner CA3-Neuronen und Theta-Oszillationen im Proximal-CA1, die zum räumlichen Netzwerk gehören, untersucht würde. Ja, das war nicht erwartet, weil hier ist ein nicht-raumliches Gedächtnis. Ja? So, die Bedeutung dieses Phase-Locking von CA3-Zellfeuern mit Distal-CA1-Theta wurde mithilfe eines statistischen Support-Vektor-Maschinen-Algorithmus bestätigt. Dieser zeigte, dass nur die Aktivität hier der CA3-Neuronen, die mit den CA1-Oszillationen mit im distalen CA1-Synchrosie Any water? Sorry. So, dieser zeigte, dass nur die Aktivität der CA3-Neuronen, die mit den CA1-Oszillationen im distalen CA1-synchronisiert waren, das Teil des nicht räumlichen Netzwerks ist, die Leistung bei der Geruchsgedächtnisaufgabe vorhersagen konnte. So, nur mit distal CA1. So zusammenfassend haben wir hier gezeigt, dass die Synchronisation des Feuerns von CA3-Neuronen mit CA1-Theta-Oscillation ein wichtiger Mechanismus für den Abruf von Erinnerungen sein kann. So, in einem nächsten Schritt werden wir dieses Mal die kortikalen Teil des Netzwerks mit Hilfe von Zellschicht-spezifischen Ansätzen in Zusammenarbeit mit unseren Mitarbeitern an der UCSD weiter untersuchen und entschlüsseln. Zusätzlich werden wir untersuchen, ob das LSC spezifischer auf den innenliegenden Teil der Dante Gyrus und das MHC auf den außenliegenden Teil des Dante Gyrus projektiert, was unser Modell andeutet. Wir haben mit dieser Studie begonnen, indem wir neue sogenannte Clearing-Methodologien einsetzen, die das Gehirn transparent machen und eine bessere Visualisierung von fluoreszierenden retrograden Tressen ermöglichen, die entweder in den einen oder den anderen Teil des Dante Gyrus injiziert werden. Außerdem haben wir zusammen mit unserer kanadischen Kollegin Shana Jocelyn eine 3D-Version unseres Arc-Bildgebung-Verfahren entwickelt und sind dabei,
kognitiv ephemerste Aufgaben beim wahren Nagetieren weiterzuentwickeln, um leichter Ergebnisse von Nagern auf den Menschen zu übertragen. So ein wichtiges langfristiges Ziel ist, die kognitiven Defizite zu lindern, die im Alter oder bei vielen Pathologien wie Epilepsie, PTBS oder Alzheimer-Erkrankung beobachtet werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Geduld. Ja, ganz herzlichen Dank für den sehr schönen Vortrag. Gibt es dazu Fragen? Jemand, der betroffen ist oder der sowas erlebt hat, warum hat man nur die Maus genommen für diese Sachen? Die Menschen, das die möchte Probleme ich sehr gern. Ist aber ich will nicht erlaubt. Ich will Sie nicht beleidigen. Ich will nur meine Meinung sagen. Wenn es erlaubt wäre, würde ich das sehr gern machen. Aber leider bis jetzt, so zum Beispiel, es gibt Entsätze, die noch nicht wirklich erlaubt sind bei Menschen. Optogenetik ist nicht möglich jetzt. Es gibt ein paar Clinical Trials in Amerika. Es kommt aber, ja. Aber wir möchten, ich bin in der Tat nicht wirklich interessiert mit Netzwerken in Mäuse. Was mich interessiert, ist, was passiert in Menschen, um das direkt auf Menschen zu applizieren. Leider, wir sollen immer versuchen, zuerst auf niedrige Modellen, sagen wir so. Ich habe das mit der Optogenetik nicht so recht verstanden. Ich hätte jetzt gedacht, dass die Schädelkalotte gar nicht durchlässig ist für sichtbares Licht. Können Sie das nochmal erklären, wie das geht? So, wir versuchen nicht etwas zu sehen. So, es gibt Optogenetik und es gibt diese Clarity, so diese Film, das Sie gesehen haben, das ist nicht Optogenetik, sondern nur Clearing of Fett ins Hirn und Fluoreszenz zu sehen. Das ist aber nicht Optogenetik. Optogenetik, für Optogenetik, um Zellverändern zu unterdrücken oder stimulieren, braucht man ein Light Fiber, die Implantation von Lichtleiter. Ja, so es geht durch den Schädel auf jeden Fall. Ja, es gibt wirklich ein Fiber, das man soll implantieren, so wie die Elektrode. Das ist sehr dünn, so wie ein Elektrode. Und dann am Ende gibt es das Licht, kann rauskommen. Ja. Sie haben in Ihrem schönen, aber sehr komplizierten Vortrag gezeigt, dass der Gesamtnukleus ja offensichtlich vermessbar ist durch MRT oder sonstige Dinge. Wir kennen es ja doch aus der Physiologie, dass ein viel benutztes Organ größer wird. Gibt es in der menschlichen Physiologie beispielsweise bei Menschen, die sehr gut tanzen können oder Seiltänzern, die sehr gute Aktivitäten in diesem Bereich haben, nun Veränderungen im Nukleus oder in den Nuklei, Vergrößerungen oder umgekehrt, gibt es bei Atrophien Verkleinerungen? So, an dieser Ebene ist mir nicht bekannt, etwas, wenn sich vergrößert oder nicht, aber an die Strukturebene, ja. Es gibt mehrere Beispiele und auch Plastizität zwischen Hirnen, zum Beispiel, wenn jemand nicht mehr sprechen kann, dann die Visual Cortex, man kann sehen, dass es gibt wirklich eine, so die Funktionalität geht irgendwo anders, sagen wir so, okay? So, aber es ist nicht größer meinst nicht immer besser. Zum Beispiel beim Stress, ich habe eine PhD-Doktorarbeit mit Stress gemacht, man sieht, dass unter Stress, unter chronischem Stress, man kann auch ein größeres Hippocampus kriegen, wegen etwas, das
ist nicht mehr kontrollbar, ja. Dinge, Dendrite oder sowas, so, größer ist nicht besser. Plastizität existiert, sehr viel Beispiel auf den Hirnstrukturebene. Du weißt mehr auf den Zellebene. ich würde sagen, dass es gibt einige Beispiele, oder? Akkumulation von vielleicht. Ja, absolut. Es gibt einige Beispiele. Man muss natürlich sagen, dass der Hippocampus auch eine der Regionen, Hirnregionen ist, eine der beiden Hirnregionen, wo es auch Neurogenese gibt. Ja. Und diese Neurogenese ist nicht in der CA1, CA3-Region, die wir heute gehört haben, oder über die wir heute viel gehört haben, sondern im Gyrus dentatus. Und da gibt es tatsächlich Einflüsse, die zu verstärkter oder verminderter Neurogenese führen können. In der Phylogenese, es gibt Tiere, die sich viel bewegen. Und es gibt Tiere, die sich sehr wenig bewegen. Gibt es da Unterschiede? Ich meine, wir haben ja eine Ontogenese hinter uns, die viele Millionen Jahre abgelaufen ist. Und diese Nuklei sind ja überall in den Vertebraten und in früheren Entwicklungen auch schon vorhanden. Sieht man da Unterschiede, die korrelierbar sind zu dem Leben dieser Tiere? Mit welcher genau Funktion? Sie meinen immer noch über die Hippocampal-Funktion oder Hippocampal-Größe? Es gibt Review darauf mit Evolution. So, ja, Onur Guttorkun hat eine sehr schöne Review und auch einen sehr schönen Plot. Ich kenne mich auch nicht mehr. Genau, aber Größe meint es nicht besser. Größer ist nicht besser. Das ist nicht systematisch. Das ist, was ich sagen kann. Vielen Dank erstmal für den schönen Vortrag. Es war sehr spannend. Ich habe eine Frage, wenn zum Beispiel sensorische Inputs zu uns kommen. Also wird das beide Hippocampus aktiviert oder prozessiert oder gibt es einen Hippocampus, der dominant ist als der andere? Zum Beispiel bei Sprachzentrum, zum Beispiel ein Hemisphäre ist prominent als der andere. Ist das, sieht man das auch bei Hippocampus in Memory oder ist das, würden beide Informationen, sensorische Informationen auf beide Seiten prozessiert? Oder so, gibt es eine Asymmetrie in die Funktion des Hippocampus? Das ist, was Sie fragen. Ja, und wenn jetzt ein sensorischer Input kommt, woher weiß links oder rechts? Ja. Oder wird das gleichzeitig prozessiert und ja, was denken Sie? Ja. So, was ist gedacht? Was war gedacht seit lange? Ist, dass es gab keine Symmetrie, so wie bei Menschen? Ja, bei Nageltier, aber Neurostudium hinten, dass es ist eigentlich den Tat, dass es gibt eine spezifische Rolle der link oder der rechte Teil des Dentate Gyrus Ambidenstans, ja, in Hippocampus. So, ich glaube, dass es gibt diese Symmetrie, dass es ist auch vergleichbar zu einem bestimmten Extent mit Menschen, aber jetzt die wissenschaftliche Community ist noch nicht bereit. Aber es gibt wirklich neue Studien, die zeigen, dass es sein könnte. Für jetzt, das ist allgemein. Same, like. Yeah, for now, yeah, so we all work on the hypothesis that there is no difference in between the two hemispheres, okay? Yeah. But actually, the ground truth is that, so it's kind of a dogma in the rodent literature that there is not this lateralization, okay, in cognitive function. But there are some new studies that tend to suggest that it's not exactly the same function. So it's not at the level, I think your question is whether the information. Yeah, because it's energy consuming. Both in bilateral to process the same information, it's also energy consuming. And redundancy is not a bad thing in a biological system. Okay. So, but what I'm saying, so
the sensory information are meant to come so far. In textbook, you will find that there is no difference, okay? But right now, the function, so what you do out of this information seems to be a little bit different and specific sub-area in the hippocampus at least, okay? Not systematically, but the integeris has been shown in CA3, there might be differences. And the point is that that has not been the focus so far of the study. So in the next decade, I'm sure that we'll find much more about this difference in lateralization of cognitive function. Wenn man jetzt eine Inzuchtmauslinie nimmt, würde mich interessieren, wie groß die interindividuellen Unterschiede sind in der Gedächtnisleistung. Und wenn man unterschiedliche genetische Hintergründe vergleicht, unterscheiden die sich? So, man denkt immer, dass ja, die sind gleich, weil ja, die sind Inzuchtlinie, aber ich kann Sie sagen, die sind nicht. So, es ist ziemlich groß, der Unterschied zwischen, so, wir brauchen immer zum Beispiel einen Sample, 10 bis 12 Mäuse, um etwas Signifikant zu kriegen, okay? Im Vergleich zu Ratten, mit Ratten, wir brauchen nur Art 7. So, es ist in Mäuse größer, den Unterschied, als in Ratten. Und als Mutter, als ein Eierzwillinge, ich kann Sie sagen, dass ich habe das geforscht eigentlich, weil meine Kinder sind total unterschiedlich, okay? Und eigentlich Studien auch zeigen, dass das Genotype predicts only 30%, 30% des Verhaltens, ja? Und I agree with that. Sie haben das ja gezeigt, wenn man die Mäuse schockt und hat ein Jahr später, setzt sie in die gleiche Kiste, dann haben Sie diese Schockstarre im Video gezeigt. Und Sie haben dann gesagt, wenn man jetzt eine sichere Umgebung nimmt, den Safe-Kontext, dann ist nur eine vage Erinnerung da. Aber wenn man jetzt das letzte Bild von Ihnen nimmt mit der posttraumatischen Belastungsstörung, eine Maus, die in der sicheren Umgebung auch eine Schockstarre bekommt, die wäre dann ja sowas wie eine Maus mit posttraumatischer Belastungsstörung. Gibt es sowas, dass Mäuse im sicheren Kontext auch eine Schockstarre bekommen, was dann ein Tiermodell sein könnte für posttraumatische Belastungsstörung? So, I'm understanding the question. Generalisierung. Ja, Generalisierung, ja. So, ja, so, es gibt genau diese... Diese Fear Conditioning ist nicht bekannt um ein gutes Modell für genau diese PTSD. Aber das ist, wir arbeiten genau mit diesem Konzept, dass es gibt Generalisierung des Verhaltens. Ja? So. Denn Sie haben es bei der posttraumatischen Belastungsstörung, haben Sie eine Generalisierung, dass Sie immer falschen Alarm haben, ja, auch in ungefährlichen Situationen. Ja. Und wir arbeiten in eine andere Linie von meiner Abteilung drauf, um diese Stimulus von der Bedeutung des Stimulus zu trennen. Das ist, was passiert mit der Therapie für PTSD auch. Ja, vielen Dank für diesen Vortrag. Also es ist ja wirklich extrem kompliziert, sieht man. Ich hatte eine ähnliche Frage. Welche akuten Ereignisse beeinflussen denn das Gehirn? Und vor allen Dingen, wie muss man sich das dann vorstellen, wenn man dann wirklich ein akutes Trauma hat? Das ist ja irgendwie etwas nicht Strukturelles. Wie schlägt sich das nieder in der Physiologie oder Struktur einer Gehirnstruktur? The idea is, how is it possible that a psychological event like an extreme stress, yeah, can change a structure, or does it change the physiology, or are there In this case, it's quite well known, at least with stress. Yeah, so a positive stimulation will be something different, but the mechanisms that are involved to change, for example, the hippocampus, the growth of dendrite or things like that under chronic stress are very well known, and it goes through hormones, you know, cortisol, noradrenaline also, and there are various consequences of
consequences of chronic stress, for example, with a direct action of the cortisol on different type of receptor in the hippocampus, some that are maintaining cortisol at a certain stagnant level, and some that will respond to acute stress, for example. And it can, so there is a Sapolsky hypothesis that you have a cell death after a chronic stress, a chronic exposure to cortisol. So there is nothing very special about a behavioral stimulus influencing a structure. This is something we see. We see that with stress hormone, we see that with sexual hormone, we see that it's quite common. So be careful. Environment is very important. Könnten Sie noch etwas sagen zu den Korrelaten, wenn das Gedächtnis zum Beispiel eingeschränkt ist? Kann man das an Zellen irgendwie feststellen? Und welche Art Störungen können dann zu diesen Gedächtnisstörungen führen? Also Anatomie, Physiologie. I didn't understand the first rule. Könntest du nochmal anders formulieren? Ne? Also Störung des Gedächtnisses. Ja? Woran können Sie das festmachen? Was finden Besser. Sie als Korrelat für eine Störung des Gedächtnisses? Physiologisches Korrelat als... Ja, also Zellen, sind es einzelne Zellen, sind es ganze Konglomerate von Zellen, sind das ganz spezielle Fozi oder sind es größere Areale, die da betroffen sind? So, I mean, in pathology, so wie Alzheimer's disease, there is a cell death, yeah, or accumulation of tangle or this kind of thing. So, Sie fragen nach ein typischer, a typical prediction. A prediction, yeah. Yeah, so wie gesagt, it's not, so, es gibt so Variationen, sagen wir so, ja. Das ist nicht etwas größer, etwas kleiner in Struktur, dann wird uns sagen, ob es ist systematisch schlimmer, sondern wenn es gibt eine Variation. Ja, es könnte kleiner oder es könnte größer sein, aber es könnte vorhersagen, predict ein Problem mit Gedächtnis. Ja, so das Volumen von Hirnregionen auf den Zellen. Es kommt darauf an, was für eine Pathologie woran Sie denken. So für Alzheimer, das ist auch ziemlich gut bekannt. Könnten Sie zum Beispiel bestimmte Zellen ausschalten und dann Gedächtnisstörungen feststellen? Oder andersherum, könnten Sie durch Elektrostimulation bestimmte Funktionen bestimmter Zellen wieder aktivieren? Das machen wir ständig mit Optogenetik. Und das ist immer so bei Menschen oder bei Tieren? Gut, zunächst natürlich im Tierexperiment und dann so aber mit natürlich Tieren, in Richtung Mensch. Ja, wir machen das ständig mit Optogenetisch. Wir haben das früher mit Elektrode-Stimulation, so zum Beispiel für Parkinson oder sowas, in Menschen. So es ist, um das besser zu machen, die Funktion besser zu machen, man kann das machen. Beim Nageltier ist es immer einfacher, das abzuschalten und zu sehen, ob es gibt eine schlimme Leistung als früher. So wir können Läsionen machen, die ähnlich so wie beim Menschen sind. So wenn wir haben a Stroke zum Beispiel, ja, dann in diese bestimmte Medialtemporallappen Zellen sterben. So wir können das auf Tieren auch machen, etwas Ähnliches. Nowadays there is Ultrasound. Sehr viele neue Technologien sind gerade entwickelt. Die sind nicht, how do you say that? They are not invasive? Ja, invasiv. Ja, nicht invasive, so mit durch Ultraschall, durch Magnetfeld, die sind sehr fokussiert, aber das ist wirklich am Anfang, ja. Und so wie gesagt, auch optogenetisch, jetzt ist es langsam entwickelt, aber das ist immer noch invasiv, so. Wobei man viel zurzeit. Vielleicht dazu sagen wir es, gerade mit der Optogenetik, die Sie ja vorgestellt haben, kann man schon
extrem präzise auch Neuronen aktivieren, Engramme wieder aktivieren. Ja, gibt es ganz tolle Studien, wo eine bestimmte Zellpopulation, Ensemble der Zellen aktiviert wurde bei einer bestimmten bestimmten Gedächtnisinhalt und die optogenetische Reaktivierung dieser Zellen, genau dieser Zellen, führt dann quasi zu dem entsprechenden Verhalten, was man jetzt erwarten würde bei diesem Gedächtnis. Ja, also da ist man extrem präzise heutzutage geworden. Da weiß man auch, wie viele Zellen in etwa vielleicht notwendig sind. Also ganz spannende Forschung. Du wolltest Informationen über Gedächtnisverlust wissen, ne? Ich habe es so gehört. Ich bin jemand, der vor 2020, September, habe ich epileptischen Anfall gehabt. Und dann haben die bei mir Gehirntumor festgestellt, haben operiert, November 2020. Danach habe ich noch sechsmal epileptischen Anfall. Ich habe insgesamt siebenmal epileptischen Anfall. Hier haben die operiert bei mir im Uniklinik Frankfurt. Also ich habe dann Strahltherapie machen müssen. 30 mal 60 Gray oder G, wie das heißt. Danach habe ich Chemotherapie gemacht. Ich habe 3 Monate am Anfang, weil das bösartig geworden ist, habe ich 1 Jahr lang Chemotherapie gemacht. Ein Gedächtnisverlust, was du eben gesagt hast, kann ich ein bisschen von meiner Erfahrung aus sagen. Wie heißt du nochmal? Jugina. Ich würde dir, mit vielen Leuten frage ich den Namen, nach 5 Minuten vergesse ich deinen Namen. Das ist vielleicht von Fall zu Fall verschieden, aber bei mir ist das ist das Fall. Und zum Beispiel, wenn ich jetzt hier eben schnell aufstehe, ist mir gerade schwindelig. Und ich bin sehr nervös geworden nach dieser Operation, nach dieser Tabletten, Chemotherapie. Vergesse ich nervös. Ich vergesse viele Sachen. Aber alte Zeit, was du eben erzählt hast, die habe ich noch im Gedächtnis. Aber ich will nicht so viel reden, ich habe den Uniklinik gefragt, woher kommt die Gehirntumoren? Weiß ich ja nicht. Die haben gesagt, die wissen es zwar nicht, aber die haben den Patienten gefragt, was für ein Leben hast du hinter dir gehabt? Was hast du in deinem Leben gehabt? 70% sagen die, das entsteht durch Stress, Gehirntumore, und 30% durch zuckerhaltige Sachen. Und dann haben die mir gesagt, ich soll in Zukunft Stress vermeiden, soll in mein zurückliebende Leben, erwartende Leben konzentrieren. Ich soll an erster Stelle soll ich meine Gesundheit denken, nicht an Familie, nicht an Vermögen, Geld, Urlaub, Gesundheit geht vor, haben die mir gesagt. Danke, dass ihr mich so gehört habt. Check-up unter so lang, das ist das Beste. Danke. So. Sie eine letzte Frage vielleicht noch. Junginger, die sagen. Ja, sicher. Also für diese vier Conditioning kind of task. Amygdala ist sehr wichtig und es hat eine bestimmte Funktion. So es eigentlich gibt die vier die Angst Bedeutung für dieses Gedächtnis. Das ist sehr, sehr wichtig, genau für diese Task. Und, ja. Wenn die Amygdala ständig angesprochen wird, dadurch das Gedächtnis beeinflusst, dass es erinnert zum Beispiel, wenn die ständig eine Krisensituation haben, durchlaufen, dann verlieren sie das Gedächtnis oder damit umzugehen, das überfordert wird. Nee, normalerweise so, wenn es ständig nachgefragt, eigentlich diese Gedächtnis wird stärker und es wird länger behalten. Frau Sauvage, ich habe das Privileg der letzten Frage. Ich wollte nochmal auf HM, Henri Molaison, Sie haben das Französisch besser ausgesprochen, ja, Henri Molaison, der nach dem Textbuch zumindest, so wie wir das den Studenten auch beibringen, wenig retrograde Amnesie hatte, sondern vor allem eine anterograde Amnesie. Ja. Nach dem, was Sie uns heute erklärt haben, müsste
HM auch eine retrograde Amnesie haben, insbesondere auch sowohl für die vagen als auch für diese präzisen Erinnerungen. Ja, ja, aber das ist etwas, das viele Leuten, das ist bekannt, aber viele Leute geben das nicht weiter. Das ist eigentlich die posterior part of the hippocampus ist immer noch da bei Henri Molaison. Ja. So, deswegen wir denken, deswegen er hat nicht diese retrograde Amnesie. So zwei Drittel von den Hippocampus waren rausgenommen, aber noch ein Drittel war da und gesund, sagen wir so. Deswegen so erklären wir, dass er hatte noch keine retrograde Amnesie. Das erklärt also genau das, das genaue Hinschauen auf die strukturelle oder die funktionelle Struktur des Gedächtnisses extrem wichtig ist, nicht nur bei den Patienten, sondern natürlich, wie viel wir lernen können durch ihre Versuche, welche genauen Subregionen notwendig sind. Wir haben ein bisschen darüber gesprochen, Sie haben das am Schluss angesprochen, welche Bedeutung sowas hat auch nicht nur für das gesunde Gehirn, sondern auch bei Patienten. Auch da könnten Sie wahrscheinlich zwei, drei weitere Vorträge darüber halten, welche Subregionen beim Alzheimer, bei der Alzheimer-Erkrankung verändert sind. Das sind natürlich genau Hippocampus nahe Regionen. Mhm. Und da wären natürlich spannende Fragen dann, welche dieser verschiedene Gedächtnisinhalte besonders beeinträchtigt sind. Das ist das semantische oder das episodische Gedächtnis. Ich hoffe, dass wir Sie vielleicht dann zu so einem Vortrag, wo es dann mehr noch auch in die Patienten reingeht, in die Krankheiten reingeht, wieder gewinnen können für einen weiteren spannenden Vortrag. Heute ganz herzlichen Dank für den Vortrag über die Struktur des Gedächtnisses und die unterschiedlichen Subregionen, die für diese verschiedenen Gedächtnisinhalte notwendig sind. Ja, ich schließe mich an mit den Wetten.